Die Fackel steckt unter dem Gestrüpp. Du musst sie rauskriegen. Was ist mit dem Kran? Kannst du ihn drehen? Fackel auf die andere Seite schwingen, um das Gestrüpp im Weg zu verbrennen? Kannst du die Fackel auf die andere Seite schwingen, um das Gestrüpp im Weg zu verbrennen? Gehen wir jetzt über die Brücke. Ausgerechnet du von allen Lebenden vor Krieg zurückschrecken, nach all den Göttern, die du getötet hast. Ich kenne den Krieg und seinen Preis. Ich etwa nicht. Nach dem, was ich zeige und zieh dich in Gratus. Das geschieht, wenn das wahre Böse nicht bekämpft wird. Na schön, jetzt aber zurück zur Sache. Yeah!
Einer von Odins Hauptmännern. Mach dich bereit. Und skutter, Askarda. Ragnarök macht deinen Verlust nicht wieder gut. So wenig wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheiten aus deinem Mund gehört. Könntest du bitte einfach still sein und töten?
Sag mir nicht wieder auf zu töten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug! Gehen wir. Wir müssen nur durch die Türen da vorne.
Warum verschwendest du deine Zeit damit? Wir müssen in die andere Richtung. Da. Ich spüre die Quelle der Magie, die mich in Midgard hält. Was ist das hier? Mein Zuhause. Ich bin hier geboren. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Opinbera. Weltenbaumwurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden. So hat er das geschafft. Komm schon! Freya! Nietauge? Das Wesen! Gehört das zu Odin? Nein! Es schützt Yggdrasils Wurzeln, wo immer sie sind. Der Bastard hat damit gerechnet. Gut so, nicht nachlassen! Ich muss an die Wurzeln rankommen. Weiter so!
die Wurzeln rankommen. Ich weiß! Verzweifelt! Ja, sei auf alles gefasst!
Was das? Das war's. Es ist wirklich vorbei. Und jetzt, wo du hast, was du willst? Ich vermute, an diesem Punkt vergebe ich dir
oder töte dich. Wie entscheidest du? Ehrlich gesagt, bin ich zu keinem davon fähig. Es gibt einen Teil von mir, der ist so voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Aber nein. Du bist nicht derjenige, der sterben muss. Das erkenne ich. Hör zu. Alles, was zwischen uns geschehen ist. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir. Nicht deswegen. Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben. Das werde ich nie. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod hätte die deine sein sollen. Ich hätte dir die Wahl nicht abnehmen dürfen. Da ich jetzt wie... ich selbst bin, sollte ich mich meinem Bruder stellen. Und danach? Ich weiß es nicht.
Es ist lange her, dass ich eine Wahl hatte. Jetzt will ich einen Moment genießen.